Damit hätte nie wirklich niemand gerechnet, dass dieser Film als nächstes in diesem Format vorkommen würde. Nicht nur, weil SpongeBob ein wichtiger Teil meines Lebens ist, nein, der Film ist obendrein nur knapp mehr als 40 Minuten lang. Aber die Sache ist die. Manche glauben, ein richtiger Film wäre erst 90 Minuten und andere 60, aber falsch. Alles über 40 Minuten ist kein Kurzfilm mehr. Und darum hier meine Kritik zu SpongeBob Atlantisches Abenteuer. Es ist auf jeden Fall besser als das Videospiel. Also, so habe ich auch ein Video vor vielen Jahren gemacht und das Spiel war scheiße, aber das muss ja nicht bedeuten, dass das hier automatisch gut ist. Also, hier waren wahrhaft große Stars am Werk, wie zum Beispiel Tom Kenny, der auch ja regulär den SpongeBob spricht und was nur wenige wissen, im Englischen, Tom Kenny spielt nicht nur SpongeBob, er spielt auch Patch den Piraten in allen Specials. Ja, wirklich. Tom Kenny ist ein Multitalent. Er spricht auch Eiskönig in Adventure Time. Und David Bowie war sogar hier in dieser Episode. Nein, wirklich, David Bowie war hier Synchronsprecher. Das Problem ist, und jetzt kommt das Traurige. Das ist eine Musical-Folge mit vielen Sangeinlagen und David Bowie ist der Einzige, der keinen Song kriegt. Das war wirklich dämlich. Das war wirklich dämlich. Und die Gags, manche waren gut, manche wiederum schlecht. Und die Animation, sie war unterhaltsam, aber manchmal wiederum unnötig. Und ein bisschen ist das hier auch geklaut von der Handlung von Charlie und die Schokoladenfabrik. Und das ist schlecht, weil ich diese Charlie und die Schokoladenfabrik nicht mag. Und dass das man auch 40 Minuten zieht, war auch ein bisschen zu lang. Und was soll ich sagen? 4 von 10 Punkten. Das klingt zwar hart, aber was soll ich sagen? Die SpongeBob-Kinofilme waren einfach besser. Die hatten songmäßig mehr zu bieten, von der Animation mehr zu bieten und von der Handlung. Ganz besonders der erste Teil. Der erste Teil ist ein Meisterwerk. Mein Lieblingsfilm sogar. Kein Scheiß, das hier ist mein Lieblingsfilm. Aber der kommt nur von 4 auf 10 Punkte. Und das Traurige ist, er ist dennoch bis jetzt der beste Film, den ich hatte. Wirklich. Die vier waren schlimmer. Ich hab's euch ja selbst gesagt. Oh Junge, 4 von 10 ist bis jetzt das Beste. Ah, ich weiß. Beim nächsten Mal habe ich einen Film, der kommt über die Fünferlinie, wirklich. Glaub mir, beim nächsten Mal wird's wirklich gut.